Ja, das ist Dash, der Lernroboter von Wonder Workshop, und den stelle ich euch heute im Video genauer vor. Also bleibt dran. Ja, herzlich willkommen. Also ich stelle euch heute Dash von Wonder Workshop etwas genauer vor. Das ist ein Lernroboter für Kinder und der kann eine ganze Menge. Und eure Kinder können damit super spielerisch und einfach Programmierung lernen. Und wie das funktioniert und was er alles kann und was man dabei lernen kann, das zeige ich euch heute. Für Dash gibt es insgesamt 5 Apps. Ich bin ja auf dem iPad, aber die gibt es auch für Android. Und die schauen wir uns im Detail einfach mal an. Und fangen an mit der Go-App. So, dann before we take Dash dot out on an adventure, let's make sure everything is switched on. Probably this process will just take a few minutes. Okay, wir müssen natürlich noch Dash mit dem iPad verbinden. Hat nichts gefunden. Warum? Weil Dash nicht eingeschaltet ist. So, suchen wir ihn nochmal. Jetzt hat er ihn gefunden und genau mit Dash wollen wir uns verbinden. Hat funktioniert. Jetzt können wir noch einen anderen Namen geben, zum Beispiel Little Robot. So viel Zeichen haben wir nicht, dann heißt er eben Little Rob. Können wir noch die Farbe der Lichter an der Seite ändern. Nimm mal grün und was für ein Avatar-Gesicht wir ihm geben. Und Dash kommentiert das alles mit Musik und Geräuschen. So, die Verbindung hat funktioniert. Und ja, schauen wir mal, was es in der App alles zu entdecken gibt. Der Kleine ist übrigens Dot, den gibt es auch als eigenen Roboter. Der kann zwar sich nicht fahren, aber damit kann man auch einfache Dinge schon lernen. Ist quasi der kleine Bruder von Dash. Okay, ein kleines Einstimmungsvideo, los geht's. So, und die Go-App dient eigentlich dazu, dass man ihn vor allem steuern kann und die ja, die ganzen Lichter und Geräusche mit Dash kennenlernen kann. Mal gucken. Ja, das funktioniert sehr intuitiv. Also allein rumfahren macht schon mega Spaß. Das funktioniert richtig gut. Einmal wieder zur Kamera drehen. So, den Kopf kann man auch bewegen. So, was gibt es hier noch? Ich glaube, hier kann man wahrscheinlich die Geschwindigkeit, wie schnell er fahren kann, ändern. Wenn man ein bisschen vorsichtiger agieren will. Hier können wir die einzelnen Lichter vorne ansteuern. Entweder alle ausmachen oder einzelne nur an. Und die Intensität, wie stark es leuchtet. Und genau, dann können wir noch schauen, wie das von allen Seiten aussieht. Man kann dann quasi wieder so eine Art kleine Taschenlampe verwenden. Hier haben wir Geräusche, die er abspielen kann. Und was ganz cool ist, hier kann man ihm sogar eigenen Ton aufnehmen. Nehmen wir mal den ersten Slot und Aufnahme. Ja. Hallo, ich bin Dash. Herzlich willkommen zu Betzold TV. Hallo, ich bin Dash. Herzlich willkommen zu Betzold TV. Okay.
So, jetzt wird das direkt auf Dash übertragen, beziehungsweise Little Rob haben wir ihn ja genannt. Ja, und der verändert es schon so ein bisschen ins Comichafte, die Stimmung. Die Stimme, das ist eigentlich ganz nett. Und da haben wir jetzt ja bis zu ja, 10 Slots haben wir zur Auswahl, die wir frei besprechen können. Und jederzeit natürlich auch überspeichern. So, hier können wir die Lichter links und rechts, da drehen wir doch mal den Kopf, dann sehen wir das auch. Da sind nämlich auch noch Lichter. Und hier können wir die auch beliebig in der Farbe ändern. Und die Art und Weise, wie sie blinken oder ob sie aus sind, einfach anbleiben. Langsames Ein- und Ausblenden oder eben blinken und können wir zum Beispiel das Ganze auf Rot setzen als Warnleuchte. Ja, das sind die Grundfunktionen in der Go-App. Die dient eigentlich hauptsächlich dazu, ein bisschen den Dash per Fernsteuerung herumfahren zu lassen. Und allein das macht schon jede Menge Spaß. So, wo fahren wir hin? Ja. Aber es geht ja ums Programmieren und deshalb schauen wir uns mal die nächste App an. Gehen wir hier mal wieder raus und gehen in die Wonder-App. Ja, Bluetooth erlauben. Jetzt können wir uns nicht verbinden. Und dann schauen wir mal hier, was das Dash ist. Startklar, lass uns die erste Herausforderung in Angriff nehmen. Tippe auf Roboter Saga. Ja, das ist jetzt so eine Art kleines Tutorial, wo eine Geschichte erzählt wird, mit der man Schritt für Schritt die Funktionen von Dash kennenlernen kann. Bisschen leiser. So, hallo Welt, erste Herausforderung nehmen wir an. We play with robots to make them smarter. Also, die meisten Texte sind zwar deutsch, aber offensichtlich nicht alle, aber das macht gar nichts, lernt man gleich noch ein bisschen Englisch dabei. So, lass Dash automatisch Hallo sagen. Das heißt, wir sollen jetzt, hier ist unser Dash, da ist die erste Funktion und die verbinden wir jetzt und los geht's. Und Dash reagiert sofort und freut sich ungemein, dass wir diese Herausforderung erfolgreich abgeschlossen haben. Weiter geht's. Als nächstes geht es darum, Freudentänze aufzuführen, so wie er es wahrscheinlich gerade schon gemacht hat. Wow, das freut mich. Dash freut sich riesig. Dich kennenzulernen hilft Dash, seine Begeisterung auszudrücken. Okay, lass Dash automatisch einen Freudentanz aufführen. Na, dann machen wir das doch. Wir ziehen diese Funktion hier rauf. Jetzt können wir auswählen, welche wir nehmen. Schauen wir uns die andere auch noch an. So, ich würde sagen, die nehmen wir. Und ja, dann verbinden wir Dash mit dieser Aktion und Play. Schauen wir es uns gleich nochmal an, weil es so schön war. Und Dash freut sich gleich wieder wie Schnitzel. Okay, weiter geht's. Roboter auf Rädern. So, was haben wir hier? Dash ist ein Roboter auf Rädern und fährt am liebsten in der Gegend herum. Warum hilfst du mich dabei? Na, nichts lieber als das. Lass Dash automatisch einen Sound aus der Kategorie Mutig abspielen. Dann haben wir hier die Sounds. Und jetzt können wir hier auswählen, was er denn abspielen soll. Danke. Er schafft das, wir auch. Den nehmen wir. Okay, dann verbinden wir ihn wieder und play. Also ihr seht schon, man wird hier sehr, sehr langsamen Schrittes an die einzelnen Funktionsweisen herangeführt. So, lass Dash nach Abspielen des Sounds automatisch losfahren. Okay, also jetzt haben wir den Sound hier.
schon drin. Jetzt soll er danach eben losbrausen. Hier gibt es auch verschiedene Sounds, die man abspielen kann. Und er fährt auch schon. Jetzt ist er uns aus dem Bild rausgefahren, aber das ist kein Problem. Wir können einfach mal eben kurz in die Go-App nochmal reingehen und ihn wieder ins Bild fahren lassen, damit wir ihn auch sehen. Also macht es mega Spaß, mit ihm rumzufahren. So, ein bisschen zurück. Jetzt haben wir ihn wieder. Gehen wir direkt wieder in die andere App und bestätigen jetzt die Aktion und verbinden die. Also er soll jetzt den Ton abspielen und losfahren. Sehr schön. Wenn man schnell unterwegs ist, muss man manchmal die Notbremse ziehen. Lass Dash nach dem Losfahren automatisch anhalten. Das ist eine sehr gute Idee. Ich gebe euch auch den Tipp, stellt Dash auf den Boden und nicht auf dem Tisch, weil auf dem Tisch kann es sehr, sehr leicht passieren, dass er über die Kante hinausfährt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also am besten auf den Boden stellen, dann kann da nichts passieren. Also, auf dem er losgefahren ist, soll er auch wieder stehen bleiben. Man kann die Aktion auch so ein bisschen sich sortieren, damit das übersichtlicher ist. So, also hier geht's los, Ton abspielen, losfahren und stehen bleiben. Und jetzt sehen wir ihn gerade nicht mehr, deshalb fahren wir wieder zurück. Seht, der Wechsel zwischen den Apps klappt auch ultra super schnell. So, vielleicht gleich ein bisschen weiter zurück, dann haben wir mehr Puffer. Ui, sollte man ihn etwas langsamer einstellen. Ja. Okay, dann testen wir das noch mal. Und stopp. Das hat funktioniert und er zeigt uns auch sehr deutlich, wie er sich freut. So, herzlichen Glückwunsch. Der Erfindermodus ist jetzt verfügbar. Probiere ihn aus und erfinde etwas komplett Neues. Löse weitere Herausforderungen in der Roboter-Saga und entdecke so neue Fähigkeiten, die du im Erfindermodus benutzen kannst. Okay, jetzt haben wir also dieses kleine Tutorial abgeschlossen und dürfen jetzt im Erfindermodus selbst Programme schreiben. Dann kannst du deine eigenen Programme erstellen. Deine Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Versuch's mal. Okay, neues Programm. Und jetzt sehen wir hier, was wir denn alles überhaupt für Funktionen haben. Wir können einzelne Lichter an- und ausschalten. Wir haben eine ganze große Auswahl an Sounds, Fahrzeugtypen, Effekte, Tiergeräusche und Emotionen. Wir können Aktionen machen, wie dass er eben herumfährt, nach links dreht, rechts dreht, vorwärts, rückwärts. Den Kopf drehen lassen, stehen bleiben. Ja, auch rülpsen kann er offensichtlich auch. Einschlafen, einen Tanz nach rechts machen, etwas suchen. Ihr seht, es gibt richtig, richtig, richtig viele Aktionen, die man Dash beibringen kann. Dann Bewegungsmodi und Spezial. Funktionen. Und dann gibt es noch etwas fürs Zubehör. Da gibt es nämlich noch zusätzlich zu Dash kann man eben noch ein bisschen upgraden mit zum Beispiel einem Katapult. Das zeige ich euch am Ende noch. Und noch weiteren Sachen wie einen Stift anbauen, dann kann man Figuren malen. So, jetzt gucken wir uns das doch einfach mal an. Ich will, dass die rote Lampe angeht und wenn das passiert ist, soll er ja ein Kussgeräusch machen. Das ist doch gut. Bisschen gruselig, aber ganz lustig. Also rot wie die Liebe und danach gibt es ein Küsschen. Schauen wir doch mal. Beziehungsweise er macht die Lampe an auf rot und dann gleichzeitig dieses Kussgeräusch. Das müssen wir jetzt erstmal wieder ins Bild bringen. Einmal rückwärts, einmal umdrehen
Und so. Keine Sorge, wir werden gleich sehen. Man muss nicht die ganze Zeit zwischen diesen Apps rumwechseln. Also wir drücken mal auf Play. Mal gucken, hat er die Lampe jetzt rot gemacht? Okay, stopp. Ausgezeichnet. Ja, wir haben unser erstes Programm geschrieben. Sehr schön. Und jetzt ist das ist hier eigentlich quasi das Hauptmenü mit den einzelnen Funktionen. Und hier gibt es nämlich jetzt dann auch, also nachdem man das Tutorial beendet hat, kann man hier auch nochmal die Steuerelemente und ihn dadurch dann herumfahren lassen. Das heißt, man muss nicht die ganze Zeit zwischen den Apps wechseln. Das ist jetzt nur gerade am Anfang, weil wir das Tutorial gemacht haben und ich ihn natürlich im Kamerabild haben wollte. Aber wenn wir das Tutorial beendet haben, dann können wir Dash auch hier umherfahren lassen und haben die gleichen Funktionen, können Audios aufnehmen, können ihn bewegen, können den Kopf drehen und so weiter. Den Erfindermodus habt ihr gerade schon gesehen. Damit kann man wirklich dann frei die ganzen Funktionen einprogrammieren, ihn bestimmte Wege abfahren lassen, Töne abspielen, die Leute, die Nachbarn oder die Eltern ärgern, indem man ihn anfahren lässt und Nachrichten überbringt. Oder eben diese Roboter Saga. Da gibt es ganz, 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 ganz viele Herausforderungen, wo einem immer weitere Funktionen von Dash direkt erklärt werden und es wird eine kleine Geschichte dabei erzählt. Also wirklich sehr, sehr umfangreich diese App. Es gibt dann auch dieses Erfinder-Tagebuch, da werden die einzelnen Funktionen erklärt und man sieht, man kann auch neue Sachen freischalten, also nicht von Anfang an ist alles verfügbar. Man muss die Saga dann schon auch weiter spielen, um die Funktionalitäten erstmal freizuschalten. Und was die machen, das wird dann hier ganz gut erklärt. Genau, dann gibt es noch eine Wonder Cloud, aber auch dafür müssen wir erstmal die Roboter-Saga abschließen. Das überlasse ich dann euch. So, schauen wir uns die nächste App an. Das ist, nehmen wir mal die Path-App. So, Bluetooth aktivieren, damit wir uns verbinden können. Ihr seht aber, das funktioniert super schnell. Dann hat der Dash gefunden. So. Hier gibt es jetzt auch verschiedene Dinge zum Freischalten. Wir fangen ganz vorne an. 3 von 27 sind schon freigeschaltet. Und hier geht es jetzt wirklich eigentlich darum, Dash-Wege nachfahren zu lassen, die wir jetzt hier auf dem Tablet einstellen können. Und wir sehen es schon, also er soll jetzt hier diese Strecke nach vorne fahren. Und wenn wir drauf drücken, dann machen wir noch ein Geräusch dazu. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann macht er das auch nach. Also er fährt die Strecke, macht an einer bestimmten Stelle das Geräusch und fährt dann weiter. Dadurch lässt sich natürlich viel einfacher jetzt zum Beispiel ein Parcours nachfahren oder ja eben bestimmte Strecke versuchen, die Logik hier den Parcours nachzumachen, den er dann in der Realität nachfahren soll. So, als nächstes haben wir jetzt neue Töne zur Auswahl. Überlegen uns erstmal eine Strecke. Jetzt einmal drehen, einen Parcours und wieder zurück. Und an unterschiedlichen Orten soll er jetzt einmal hupen, einmal das Gas betätigen und quietschende Reifen. So, los geht's. So, Achtung, jetzt haben wir was falsch gemacht. Ah, es gibt eine neue Funktion. Ah, das ist die Bremse, der Stopp quasi. Also machen wir nochmal so einen Parcours. Bauen die Hupe rein. Einmal Reifen quietschen und eine Freude, dass man Erster ist.
Ja, und dann werden immer neue Funktionen freigeschaltet oder neue Aktionen, die man machen kann. Wir könnten hier jetzt auch einfach mal wirklich die Straße nachfahren. Ja, müssen wir. Ah, jetzt können wir rauszoomen. Könnten jetzt hier mal diesen ganzen Parcours fahren. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob das genug Platz ist hier im Zimmer. Und an unterschiedlichen Stellen hier diesen Tacho platzieren und mal gucken, wie viel Platz wir brauchen. So, aber perfektes Beispiel. Er erkennt Hindernisse. Also er hat jetzt gesehen, dass deine Wand ist und eben es nicht weitergeht. Jetzt können wir ja sagen, das ist ein bewegliches Hindernis. Das können wir wegschieben. In dem Fall, nein, es ist eine feste Wand. Deshalb müssen wir wohl zum Start zurück. So, das ist die Path-App, wie der Name schon sagt. Man kann Pfade vorgeben, die dann Dash abfährt. Schauen wir noch in die Blockly-App. Und das ist jetzt eigentlich die Steigerung von den Apps vorher, weil hier können wir jetzt wirklich selber programmieren. Nein, will kein Profil. Genau, jetzt gibt es hier Puzzle oder eigene Projekte und Aktivitäten. Fangen wir mal mit dem Puzzle an. Ich möchte mit Dash spielen. So, Fahrschule. Dash braucht deine Hilfe. Bring Dash bei sicher durch die Straßen der Wonder Workshop statt zu fahren. Hier warten tolle Überraschungen auf dich. Okay. Drücke auf Start unten links, um den Motor von Dash zu starten. Jo, soweit, so gut. Start. Alles klar. Aber ihr seht, auch hier wird man wirklich Schritt für Schritt rangeführt an die Funktionen, die die Apps haben. Also vorher hatten wir quasi Symbole, mit denen wir gearbeitet haben für die Programmierung. Und hier haben wir jetzt ja so Programmierblöcke, die dann schon nah in die eigentliche Programmiersprache gehen. Und ja, aber schauen wir jetzt einfach mal weiter, wie es weitergeht. Verbinde die Blöcke miteinander, um Dash beizubringen, wie er vorwärts fahren kann. Drücke auf Start, um dein Programm zu starten. Okay, also wir sollen jetzt diesen Block vorwärts 50 schnell, also mit der Geschwindigkeit 50, soll er vorwärts fahren. Und Start. Hat er gemacht. Sehr schön. Dann füge einen Block aus dem Menü Fahren zum Stapeln zu, um Dash beizubringen, wie er rückwärts fahren kann. So, dann gehen wir mal in dieses Menü Fahren und haben hier den Block ja, rückwärts. Und dann können wir mal auch mal gucken, was jetzt hier angegeben ist. Rückwärts, okay, es waren keine Geschwindigkeit, es waren 50 Zentimeter. Ist er vorhin vorwärts gefahren, jetzt soll er zum Beispiel 50 Zentimeter rückwärts fahren. Wir können aber auch die Geschwindigkeit hier einstellen. Die Weite zum Beispiel 60 cm und zwar sehr schnell oder sehr langsam. Gehen wir mal auf sehr langsam, dann haben wir ein bisschen Zeit, ihm zuzugucken. So, er fährt jetzt 60 cm rückwärts. Ja, und wir sehen, das ist wirklich sehr langsam. Aber es hat funktioniert. Können wir noch ein Maßband hinlegen, um zu gucken, ob das auch wirklich 60 cm waren, aber wir vertrauen einfach mal drauf. Bringe die Blöcke in die richtige Reihenfolge, um Dash beizubringen, vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts zu fahren. Also vorwärts, rückwärts und vorwärts. Dann haben wir einmal vorwärts, rückwärts und vorwärts. Jetzt können wir zum Beispiel sagen, er soll 50 vorwärts fahren. 100 cm zurück und wieder 50 vorwärts, dann müsste er meines Wissens nach wieder an der Ausgangsposition sein. Wenn da keine Wand im Weg gewesen wäre. Sehr schön. So, und so geht es immer weiter und man wird auch hier Schritt für Schritt einem gezeigt, welche ganzen vielen Blöcke es gibt.
Wir haben jetzt hier so ein Beispiel an, was es nur fürs Fahren gibt. Dann gibt es die ganzen Sensoren, können wir ansprechen, das Lichter, die Töne und so weiter, können wir dann wirklich Schritt für Schritt selbst Programme schreiben, wie sich Dash bewegen soll. So, dann können wir mal zurückgehen, meine Projekte, und dann können wir jetzt hier ein neues Projekt erstellen. Also entweder schon eins, wo gewisse Blöcke vorgefertigt sind, oder komplett von null das Projekt beginnen. Es beginnt immer bei Start logischerweise. Das bedeutet, er Dash wird aktiv, und dann haben wir hier, wie wir sehen, wirklich richtig viele Möglichkeiten zur Auswahl, wie wir ihn programmieren können. Wir können verschiedene Variablen angeben oder schleifen, was passiert, wenn er bestimmte Aktionen ausführt. Und das geht schon sehr, sehr nah eben an die eigentliche Programmiersprache, wie man sie später dann von Hand schreiben würde, heran. Und die Kinder lernen dadurch Logik und Abläufe und wenn dann Funktionen und müssen eben selbst überlegen, was sind einzelne Schritte, die passieren sollen, um das zu erreichen, was man erreichen will. Und es funktioniert alles super einfach, super, ja, Schritt für Schritt wird man angelernt und macht einfach mega Spaß, mit Dash zu spielen. Von daher kann ich Dash nur empfehlen, beziehungsweise auch seinen kleinen Bruder Dot. Der fährt einem schon mal nicht vom Tisch, den kann man einfach auf den Tisch stellen und so mit ihm Spaß haben. Und dann gibt es, wie gesagt, eben noch so Zusätze, die man Dash anbringen kann, wie etwa das Xylophon. Das habe ich jetzt nicht da, aber dafür gibt es eine eigene App, dann können wir ihm das Xylophonspielen beibringen. Oder eben das Katapult, aber das habe ich da und das zeige ich euch jetzt auch noch. Und dazu gehen wir einfach der Einfachheit halber mal wieder in die Wonder-App und dann bauen wir eben mal das Katapult an. So, jetzt habe ich Dash mit dem Katapult ausgestattet. Ihr seht es, hinten dran hängt jetzt das Katapult mit drei Bällen. Und dann gehen wir mal in diesen Erfindermodus und lassen das Katapult abfeuern. Ich habe mir hier noch ein kleines Ziel aufgestellt, in den Mülleimer will ich treffen. Und es sollte doch eigentlich machbar sein. Ich habe mir extra kein Ziel genommen, das etwas schwer zu treffen ist. So, wir verbinden ihn, dann gucken wir mal. Also, Katapult abfeuern. Hier können wir auch gleich sehen, was passiert, wenn wir auf Play drücken. Aha, okay, mit einmal aufkommen ist es schon mal drin gelandet. Das heißt, so schlecht ist es gar nicht bei 100%. Hier können wir nämlich noch die Stärke und Intensität, wie welcher Wucht er den Ball wegkatapultiert. Und 100 war wohl ganz gut. So, jetzt haben wir aber das Problem, jetzt ist kein Ball mehr hinten in der Abschussvorrichtung. Das heißt, wir müssen einen der beiden Bälle erstmal wieder nach unten befördern. Das können wir jetzt einfach per Hand machen, hingehen und den Ball wieder zurechtlegen. Oder wir können natürlich ihm auch das selber machen lassen, indem er nämlich seinen Kopf dreht, hat er hinten am Kopf so, ja, Art Fühler, wo man, wenn er ihn dreht, den Ball freigibt. Und das testen wir jetzt einfach mal. Wir machen mal diesen Pfad raus, gehen in die Bewegungen und da haben wir hier Kopfschwenken. Wenn wir das dazwischen setzen, dann können wir hier einstellen, Dash-Kopf dreht sich um den vorgegebenen Winkel nach links oder rechts. So, wenn wir jetzt ihn komplett drüber haben will, dann sehen wir schon, hier geht es 120 Grad nach rechts und dadurch sollte eigentlich der gelbe Ball ja dann freigegeben werden. Machen das mal, also erst Kopf drehen und dann Katapult abfeuern. Ja, ich bin begeistert, das hat funktioniert. Sehr schön. Also er dreht seinen Kopf nach links, nach rechts und hat ihn dann sofort wieder gerade ausgerichtet. So, und dann mal abbrechen. Jetzt können wir hier das ändern und sagen, gehen wir noch nach links und dann gibt er nämlich noch den pinken Ball frei und gib ihm. Alle versenkt. So soll es sein. Also ihr seht, so könnt ihr mit Zubehör noch die Funktionalitäten von Dash nochmal erweitern. Ist ja nicht so, dass er schon genug kann. Also es gibt wirklich richtig viel zu entdecken bei diesen Apps und die Apps sind kostenlos. Ihr könnt ihn einfach fernsteuern, ihr könnt ihm Pfade vorgeben, ihr könnt ihn so spielerisch mit diesen Symbolen programmieren oder ganz so richtig programmieren mit diesen Blöcken.
ganz viel, was ihr machen könnt. Und wenn ihr noch die Xylophon-Erweiterung habt, dann könnt ihr ihn sogar noch Lieder spielen lassen. Habe ich jetzt gerade nicht da, aber findet ihr natürlich auch im Shop, genauso wie Dash oder seinen kleinen Bruder Dot. Der kann zwar nicht fahren, aber mit dem könnt ihr auch schon erste Programmiererfahrungen machen und für den gibt es auch eine Saga zum Nachspielen, wo man die Funktionen erklärt bekommt. Ja, das war meine Vorstellung von Dash und den ganzen Apps, die es dafür gibt. Wirklich jede Menge Inhalt, die Apps sind kostenlos, also schaut es euch gerne an und lasst eure Kids die Abenteuer mit Dash und Dot erleben. Dot, wie gesagt, der kleine Bruder von Dash. Findet ihr alles bei uns im Shop. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, die letzten Worte gehören Dash. Like das Video, abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann.